Moin Moin Leute, heute geht's weiter mit Spore und ihr hört schon, da ist im Hintergrund der Stammeskrieg im Gange. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein. Okay, ich habe zu früh abgewirkt. Natürlich noch unsere Freunde ein paar, ja. Und wenn wir das dann gleich erledigt haben, müssen wir ganz schnell zu unserem Stamm zurück, denn da werden wir gerade ziemlich zerstört. Deswegen müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Da kommt übrigens unser drittes Totem von 5. Das vierte ist gerade im Anmarsch. Das grüne Dorf ist nun ein Verbündeter. Sein Totemteil zeigt euer Bündnis an. Und deine Freunde teilen ihre Werkzeuge und Outfits mit deinem Stamm. Im Stammplaner kannst du darauf zugreifen. Gut, ist ja schön und gut. Oh, unsere Futterstelle wächst noch mehr. Wow. Und unsere Hütte auch. Wow. Hütte ist gewachsen. Und natürlich unser Dorf wird noch schöner. Zack. Jetzt sogar mit richtigen Ofen. Wow. Dein Stamm entwickelt sich weiter. Deine Hütte wurde erneut verbessert. Und dein Stamm kann nun wachsen. Bis er das Maximum von 12 Mitgliedern erreicht hat. Wir sind jetzt 9. Ja. Oh Gott, und jetzt muss ich mal schnell hier alles auswählen. Stamm. Oh Gott. Dann kommt. Beeilt euch. Okay, kommt, jetzt müssen wir Gas geben. Ines! Ines! Nein! Aber ist zerstört. Okay. Na kommt, auf sie. Geht auf sie. Was haben sie gegen uns? Wir haben ihnen nie was getan. Na gut, was sie einmal angucken. Aber es geht doch wohl um mehr im Leben als um das. Gibt's noch irgendwas? Ja. Okay, wie schlimm. Die Hälfte von denen ist. Na komm, jetzt gehen wir auf ihn. Er wollte uns angreifen. Jetzt greifen wir ihn an. Das läuft, seht ihr? Es läuft. Oh Gott, die schreien richtig. Auf sie! Wir werden sie jetzt aus dem Weg räumen. Denn sie haben uns angegriffen und jetzt werden wir sie fertig machen. Wir sind schon fast durch das Zeitalter durch. Wie ist denn das? Ach guck mal, es sind keine Pets mehr, um sich zu vermehren. Ja, da ist der Häuptling tot. Na komm, dann geht's jetzt mal auf die Hütte. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber es macht ja nichts. So, jetzt aber. Auf die Hütte drauf. Oh, und da ist das letzte Dorf nebenbei. Das liegt klar, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal das Rosante zerstören. Es bleibt leider nichts anderes übrig. Tut mir leid. Sammelstöcke. Holzhammer. Wurfspeer. Na, seht ihr, es läuft doch. Gut. Können Sie in der Zwischenzeit ja mal das lila Dorf angucken? Wir swipen mal weg. So, wer ist denn das? Achsenkämpfer, okay, sie mögen uns nicht. Ich hätte Hoffnung, dass sie uns vielleicht mögen. Oh, sie haben alle 6 Dörfer und sind genauso weit wie wir. Okay, jetzt mache ich mir Sorgen. Ich hätte Hoffnung. Können wir uns eigentlich mit den anfreunden? Wisst ihr, wenn wir jetzt gehen wir, jetzt machen wir wieder rot, dann sind wir wieder hier unten. Und dann müssen wir nochmal rot, dann sind wir richtig aggressiv. Wir sind richtig böse und gemein. Das ist voll gemein. Naja, da können wir wohl nichts machen. Okay, gleich ist das Dorf weg.
Boote und dann wächst unser Dorf weiter. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir unsere Dorfbewohner noch irgendwie umstylen wollen. Drei. Jawohl! Das zweite Dorf ist weg. Das dritte noch zerstören. Das ist, ja. Aber egal, was wir jetzt machen, wir bleiben ganz unten in der. Wir werden nicht mehr anpassungsfähig oder so. Zack. Die sind raus. Du hast das Pinkdorf zerstört. Ihre Werkzeuge und Outfits gehören nun dir. Du findest sie in deinem Stammesplaner. Dein Totem ist fast vollständig. Ja, seht ihr. Obwohl, wenn wir jetzt noch... Oh, wir waren die ganze Zeit unten. Hm, okay. Also wenn wir mehr Haustiere haben, dann könnte das was werden. Naja, jetzt müssen wir uns erstmal Essen holen. Da ist ein Zimmer hinter. Doch. Okay. Da kommt nebenbei euer Essen mit. Mal gucken, wie lange das aushält. Zack. Nehmen wir dich auch mit. Nehmen wir dich auch mit. Nehmen wir dich auch mit. Oh Gott, so viel Essen. Alle haben sie Essen. Ines de Brasil. Okay, ich würde sagen, wir probieren einfach mal, ob wir noch mehr Haustiere haben können. Okay, so. Okay. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas zum... Ich wollte gerade sagen, uns fehlen noch Gebäude, aber... Passen wir sie doch nochmal an. Oh. Kennt ihr das, wenn eure Nase juckt? So... Okay, ich glaube. Moment. Was sind ja seine Haare, ne? Ein Hühnchen. Ach, die kann man. Leute, wir können uns umfärben, okay. Das war aber nicht mein Ziel. Ich wollte nicht so lila sein. Es tut mir leid, ich bin da. Verdammt, welche Farbe hatten wir denn vorher? Ne, die hatte ich auch nicht. Ich hatte die. Okay. Ja, den Cover. Ja, gut. Ach, wir haben noch mehr Masken. Ja, aber die Masken passen uns ja alle nicht. Schamplatte, Tunika der Tugend. Okay. Gucken wir nochmal. Ob wir hier noch irgendwas Schöneres finden. Okay. Sündenschutz, okay. Sündenschutz. Das ist nämlich gerade was anderes, aber gut. So, passt. Nee, okay. Dann machen wir doch wieder, glaube ich, nehmen wir doch wieder das. 15, 15 und das sind 5, 5, okay. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Na komm, wir nehmen wieder unseren, ja, wie nenne ich das? Unseren Unterschutz und den. So. Ja, okay. Okay, das haben wir. Gut, da wieder raus. Da gibt es nämlich sonst nichts Neues. Oder zumindest nichts Interessantes Neues. Das heißt, da können wir wieder rausgehen. Dann gehen wir wieder zurück in die Welt rein. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist los? Schauen wir mal, ob wir den Kopf heilen können. Okay, wir brauchen noch Waffen komplett. Wir haben noch gar nichts an Waffen. Okay. Schweiß, zerstört Schwert. Fügt andere Stimme, aber kaum Schaden. So. Warum? Ich gehe mit Feuer auf die los. Das ist voll unlogisch. Okay. Ines! Ach süß! Ach, die machen ja alle Laufübungen da. Das ist ja mal süß. Na komm. Ines. Oh Gott, sie kommen. Sie kommen.
Oh Gott. Tu was. Komm. Oh Gott, hast du noch Zeit? Oh Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Komm, beeil dich. Gott. Oh Gott. Weg hier. Gott, geht auf sie. Das schaffen wir doch niemals. Wir verlieren doch gegen sie. Oh, oh Gott. Verpflichte. Oh Gott, wir finden das sogar. Das ist fast schon traurig, dass wir... Oh mein Gott, haben wir echt einmal. Weil uns welche geholfen haben. Danke, meine Brüder. Danke. Okay, irgendjemand verhungert hier. Ja, okay, er ist... Sehr gut. Sehr gut, okay. Eigentlich müssten wir sie jetzt direkt wieder angreifen. Haben die da echt schon wieder 10 Mitglieder sitzen? Seht euch das an, die haben da echt schon wieder 10 Mitglieder sitzen. Das gibt's doch gar nicht. Wie machen die das? Oh mein Gott. Unglaublich. Wir brauchen noch mehr Baby, Baby, Baby. Alles Babys. Wir haben so oft getötet. Okay. Voll creepy. Können wir das später auch? Weil das finde ich da gerade voll creepy. Nein! Minas Brasil! Gott, nein. Okay, aber wir haben genug für die nächste Hütte. Wir brauchen mal Waffen, Streitäxte. Streitäxte sind gut so. Haben wir denn auch? Wir haben gar nicht Platz für alles, ne? Schweißbrenner. Egal. Sie nimmt diese ganzen Brasiers mit. Das ist voll süß. Die sind voll süß. Sie nimmt sie einfach mit. Halt. Nimm bitte auch Essen mit. Essen mitnehmen? Wieso nehmt ihr alle kein Essen mit? Sag mal, da hängt auch euer Leben dran. Essen für dich. Vielleicht schaffen wir es heute ja sogar aus der Stammesphase raus. Das wäre schon krass.
Na komm, wir beeilen uns. Wenn wir dann Glück haben, kommen wir da wirklich schon raus heute. Auch wenn ich noch nicht ganz dran glaube, aber man weiß ja nie. Okay, komm. Nee, das mal bitte. Ach, jetzt nehmen wir einfach alle diese. Nehmen wir einfach alle diese Streitecks. Okay, gut, das haben wir dann. Komm, dann geh nochmal auf die hier los. Moment, obwohl könnten wir nicht dann auch auf dieses hier losgehen? Na komm, wir probieren es. 28, 6 Schaden. 9, ich weiß nicht was. Wir können es ja mal probieren, wenn es nicht klappt, kann man immer noch zurückgehen. Okay, wir schleichen uns an. Kreatur 008. 820 Leben. Schleicht sich durch die Wälder. Aber eigentlich, wenn wir sie platt kriegen. Oh mein Gott, wir machen das Schaden. Aber wenn wir das platt kriegen, dann kriegen wir eigentlich alles platt. Oh mein Gott. Komm. Okay, wir können noch mehr Babys machen. Das klingt so falsch, wir können noch mehr Babys machen. Und tatsächlich haben wir sie K.O. bekommen. Oh mein Gott, es sie. Wer sie ist. Hallo. Oh, okay, sie nehmen mit. Sehr gut. Das hat uns zwar ein, zwei Opfer gekostet, aber immerhin. Und die wollen sich essen. Früchte, die haben es ein bisschen einfacher. Die haben hier die ganzen Obstpflanzen. Lol, wie viel Essen die hat. Einfach, das ist doch nicht normal. Na komm. Geht auch noch essen. Da ist so viel Essen, das ist das. Der rennt auch schon wieder weg. Oder? Ja, er rennt. Nee. Doch, die rennen auch alle wieder los und holen noch mehr Essen. Das ist so krass. So, dann haben wir noch eine nach. Und dann wären wir halt wirklich fertig, vielleicht. Das wäre nice. Aber ich würde sagen, wir warten noch auf den nächsten Angriff von denen. Weil wenn wir dahin laufen, sind wir im Nachteil. Aber wenn die zu uns kommen, haben wir eine Chance. Okay, 9 Leute. Also wir könnten es schaffen. Das weiß ich. Okay. Könnte aber auch passieren, dass uns auf dem Weg eine Typ da aufhält. Wurfspeer. Ich glaube, ich nehme die Wurfspeer. Und eigentlich brauchen wir die Maracas ja gar nicht mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich. Okay. Mal die Wurf. Okay, nimm du auch mal die Wurfspeere. Du auch. Oh Gott, wie viel Nahrung gibt dieses Riesending? Wir sind auf Lebenszeit mit Essen versorgt. Ich sehe das schon. Dann werden wir gleich wohl wirklich mal versuchen, die anzugreifen. Das ist ja. Ich glaube, wir haben eigentlich eine ganz gute Chance, oder? Was meint ihr? Ich glaube, wir rennen dahin. Wie sieht's aus mit ihrem Essen? Oh, ja, ein bisschen was. Naja, wer nicht versucht, der hat keine Chance, ne? So, sowas in der Art. So,
sammelt euch alle hier. Okay, bring das Essen noch weg. Ich muss auch noch das Essen wegbringen. Das auch noch, das, ihr dürft alles Essen noch wegbringen. Okay, vielleicht sollten wir ein, zwei von euch einen Heilstab geben. Wir warten hier, wir stellen uns einfach mal auf. Und warten auf die. Wenn die dann hier sind, danach gehen wir dann zu denen. Diesmal machen wir sie fertig. Das war richtig. Diesmal haben sie keine Chance. Und seht ihr, wir machen sie richtig fertig. Jawoll! Das mit dem Heilen funktioniert auch super. Also das heißt, die haben schon gar keine Chance mehr gegen uns. Okay. Einer ist gestorben. Da kann man nichts gegen machen. Aber. Heilen. Okay, komm, dann geh dich mal heilen. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg ins gegnerische Dorf und versuchen die da mal auszuschalten. Hoffen wir, dass es klappt. Oh Gott. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Auf sie! Jetzt gehen wir nämlich dahin und jetzt zeigen wir denen mal, wie das ist, wenn man uns einfach angreift. Das ist die Retourkutsche für euch! Ah, auf sie! Ich glaube, das könnte schon klappen. Oder? Ja, zu dritt vielleicht. Ja, zu zweit. Das heißt, wir machen sie jetzt fertig. Oh Gott, seht euch das an. Das ist irgendwie schon. Da sind noch mehr Zutools. Zutools? Ich dachte, wir hätten sie ausgerottet. Aber es gibt noch mehr von denen. Okay, da rennt der eine hier voraus. Eigentlich haben wir eine ganz gute Chance. Auf sie! Also auf sie, wir müssen eigentlich nur den Häuptling platt machen. Gott! Das ist vieler. Sorry. Einfach angreifen, macht sie am. So. So, okay. Und jetzt der? Oh, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh mein Gott. Sie sterben. Sie sterben. Seht ihr, dann haben wir das nämlich geschafft. Oh Gott. Oh, er ist gefressen worden. Naja, man muss auch Opfer bringen. So, und die werden in der Zwischenzeit sich weiter vermehren. Und wir haben gewonnen. Tja, was sagt ihr dazu? Wir haben tatsächlich gewonnen. Naja, mehr oder weniger hat das Dorf noch nicht ganz noch nicht ganz zerstört. Aber es ist kurz davor. Und ich werde einfach mal noch ein bisschen Nachwuchs hier in der Zwischenzeit kommen lassen. Oh Gott. Und wir sind über der Zeit. Egal. Wir ziehen das jetzt durch. Während das Dorf jetzt zerstören. Das ist es mir wert. Wir haben es gleich. Wow. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und zack! Das ist doch weg, endlich. Oh.
da gab es sogar noch was. Aber wir haben das schon alles freigeschaltet. Egal. So, dann kommt das letzte Totem auf unseren Kopf. Tada! Du hast das Lavendeldorf zerstört. Dein Totem ist nun vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf das Weiterentwicklungssymbol. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designern, wo du ein Rathaus und ein erstes Fahrzeug erstellst. Oh Gott. Okay, aber da muss ich euch jetzt dann doch noch auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder am Mittwoch. Und dann schauen wir mal, was die Zivilisation so für uns bereithält. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.